Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge From the Euro Truck Simulator. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, let's go. Let's go. Mein Mikrofon ist voll dreckig. Hier sind so zwei Tropfchen drauf. ASMR. Lasst ja das Mikrofon heile. Okay. So, ja, komm mal rein hier. Level 16. Gerade mal Level 16. Okay, wir müssen mal noch gucken, ob wir noch eine relativ kurze Strecke rausbekommen, die dann ausreicht, um Level 17 zu knacken. Auswahlangebot. Vor allem sind wir jetzt in einem ganz anderen Gebiet, ne? Das heißt, wir haben auch ganz neue Strecken zur Verfügung, oder? Eigentlich waren hier oben überall schon. Wir waren hier oben schon überall. Lol. Das ist ja interessant. Nee. Hier fahre ich auf jeden Fall nicht hin. Erstens haben die Brexit gemacht, die gehören eh nicht mehr zur Europäischen Union. Auch wenn sie zwar noch zu Europa gehören, ne? Weil ist ja Euro Truck Simulator, heißt ja nicht Euro Truck Simulator, weil der in der Europäischen Union fährt. Sonst würde auch Russland hier nicht mit bei sein. Sondern es geht ja hier eher um den Kontinent Europa. Und wie groß der ist, weiß ich aus dem Kopf gerade gar nicht, wo die Grenzen da sind. Aber ja, da gehört Kingdom noch dazu. Aber so great ist es auf jeden Fall nicht mehr. Und von daher ist mir das dann auch irgendwo egal. Und außerdem waren die linksgrün versüfften. ja. Na gut, wobei ich das nicht anklagen darf, ne? Ich darf offiziell keine Linksfahrer anklagen, denn auch die Japaner fahren links. Habt ihr aber nicht von mir gehört. Ich liebe Linksfahrer. Ja, okay. Gut, wir müssen mal 80.000 Euro. Ja, die ganze Strecke wieder zurück. Ich hatte gerade ganz kurz den Gedanken, ja, YOLO, lass machen. Nochmal die eine Strecke wieder zurückrasen. Dann wird die Folge zwar ein bisschen länger, aber nee. Wir haben vorige Folge erst rumgerast. Dann müssen wir es nicht jetzt nochmal machen. Ich meine, erstmal gucken, was wir noch so für Alternativen haben, ne? Das hier zum Beispiel geht noch hoch. Aber da waren wir auch schon. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt so Bock. Die gehen alle nur da um. Ich weiß nicht, ich hätte gerne eher Strecken genommen, die von hier so in die Richtung fahren, weil hier oben ist halt noch nichts. Ja? So hier oben in dem Bereich. Da waren wir noch nirgendwo. Aber scheinbar gibt es da keine Strecken, die dann in die Richtung irgendwo führen. Oder wir machen wirklich einfach die Strecke und machen dann einfach, ja, dann. Fahren wir auch wieder über Hamburg, ne? Klar, logisch. Ich sag, dürfte ja eigentlich so ziemlich genau die Strecke sein, die wir gerade hergefahren sind. Nur halt jetzt andersrum. Was ja eigentlich eine schöne Strecke war, ne? Also über die Strecke an sich kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen. Aber vor allem 80.000 Euro. Darüber kann man sich sowieso nicht beklagen. Und das hier ist halt so, weiß ich nicht. Ich meine, hier scheinen wir auch noch nicht gewesen zu sein, oder? Waren wir da noch nicht, oder? Ich mach mal kurz hier. Gucken, wie erkundet dieser Bereich ist. Vielleicht nehmen wir doch die Strecke. Ja, nee, hier ist noch gar nichts erkundet. Wie sind wir da letztens dahin gekommen? Sind wir einmal so und dann wieder zurückgefahren oder was? Scheinbar. Weil wir genau hier runtergefahren sind, war die gesamte Strecke. Das war ja hier, wo ich dann eigentlich nach hier fahren wollte. Ne, hier unten, hier nach unten. Wo dann aber die neue Version rauskam und wir deswegen zurückgesetzt wurden. Und ich deswegen dann den Plan verworfen habe. Das ist natürlich geil, wenn wir wieder irgendwo nach hier unten kommen, ne? Weißt du was? Warte mal kurz vor. Ich guck mal, ob wir vielleicht doch wieder nach hier unten fahren.
Und dann können wir beim nächsten Mal dann gucken, ob wir denn von hier unten irgendwo hier unten lang kommen, ne? Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Nein, halt, was soll ich denn jetzt machen? Achso, erstmal sowieso. Wir gehen am besten sowieso erstmal pennen. Nicht, dass wir jetzt hier einen Auftrag annehmen und dann erstmal pennen müssen und dann dadurch viel zu wenig Zeitpuffer haben. Können wir auch gleich den LKW reparieren wieder? Auftüren geht da noch nicht so viel. So, als allererstes Wartung. 2000 Euro direkt weniger, sehr schön. Und wie gesagt, Konfigurator bringt nichts. Da haben wir jetzt noch nichts irgendwie Sinnvolles dazu bekommen. Von daher macht das erstmal keinen Sinn. Ich meine, das können wir durchaus machen. Na? Dann haben wir ordentlich Schwerlast. Leider steht nicht, wie viel Last ich damit jeweils tragen kann. Weil die Sache ist ja, ich habe hier zwei Achsen, die jeweils Zwillingsbereifung haben. Und hier kommt ja bloß eine Achse dazu, die aber erstens keine Zwillingsbereifung hat und zweitens eine gelenkte Achse ist, die also auch sowieso nicht so stabil ist. Das heißt, kann durchaus sein, dass wir hier gar nicht so viel Zuwachs bekommen von der Stabilität her. Der nächste Nachteil ist, hier haben wir alle Achsen, die belastet werden. Na gut, okay, haben wir hier auch. Nee, ich wollte gerade sagen, haben wir alle Achsen, die belastet werden, haben auch, also, ja, werden angetrieben. Hier hätten wir das zwar auch, müssten wir dann aber die vordere Achse hochnehmen. Ja, das heißt, hier haben wir mit der Konstellation, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir durchrutschen. Einfach, weil wir eine Achse haben, die nicht angetrieben ist, die aber auch die Last mitträgt. Das heißt, wir verlieren etwas an Last bei den angetriebenen Achsen. Wenn ihr jetzt so versteht, was ich. Ne? Ich meine, wenn wir damit jetzt auch schwerere Anhänger tragen und dann dadurch wieder insgesamt mehr Last haben, würde sich das wieder aufheben. Aber dann hätten wir auch wieder mehr Last, die wir beschleunigen müssen. Das heißt, so oder so hätten wir von der Traktion her hiermit bessere Karten. Ne? Von daher. Und wie gesagt, die Frage ist halt, ob sich hier der Gewichtszuwachs, also der Zuwachs an möglicher Zuladung wirklich lohnt. Und ich weiß halt nicht, wie viel wir dadurch jetzt hier mehr transportieren können. Das wird hier halt leider nicht angezeigt. Was halt echt schon ein bisschen schade ist. Warum eigentlich nicht? Warum werden so teilweise so grundlegendste Sachen nicht angezeigt? Ich meine, das ist doch ein Wert, der ist, ne? Den müsste man noch wissen als LKW-Besitzer, wie viel Zuladung man transportieren kann. Also, wie viel Last man auf diesem, wie heißt das Ding? Sattel da haben kann. Naja. Jo, also das Ding würde ich mir tatsächlich. Oder wir holen uns wirklich direkt das Ding hier. Ich meine, you only live once, ne? Wir haben jetzt das Ding hier, ne? Genau. Wieso ist das Ding so extrem teuer? Achso, ja gut, wir dem neuen Führerhaus, was auch nochmal 80.000 kostet. Ja, ist. Ist schon ein ganz schöner Kostenpunkt. Unsere ganzen schönen Pulsar gehen ja auch verloren. Da haben wir dann, müssen wir gucken, was wir denn oben anbauen können. Ah, ne, guck mal, haben wir doch. Ah, so siehst du. Passt doch. Ja, vielleicht so. Nee, ist mir schon ein bisschen zu eng. Das Ding hier ist breiter, wodurch die Lampen weiter nach außen können. Das Ding hier vielleicht noch. Ja, darüber könnte man streiten. Ich würde fast sagen, nee, das Ding sieht cleaner aus. Achso, nee.
Wobei das Ding schon wieder vorne zu weit reingeht. Da würde ich wirklich eher das Ding hier holen. Und dann kann man hier nämlich tatsächlich wieder... Was? Ach, die gehören gar nicht mehr zu dem Ding hier. Nee, dann nicht. Dann kann man nur... Man kann hier hinten gar keine Hörner befestigen. Ach, das ist ja dämlich. Ja, nee, gut, dann wollen die an der Stelle sowieso raus. Okay. Oh, okay. Da kann man auch nichts befestigen. Gibt es denn eine Nussfalte, wo man Sachen befestigen kann? Was ist das denn für ein Bullshit? Ich meine, geil aussehen tun ja teilweise schon, aber du kannst halt nichts drauf befestigen. Das ist schon ein bisschen dämlich. Ja, ich will es ja nicht. Ja, ich mache mir nochmal Warenkorb, ich soll noch löschen. Ja. So, dann machen wir jetzt hier nochmal das Ding und was man zum Beispiel auch nicht sieht, was ich auch immer gucke, ist, wie fucking groß der Tank ist. Auch das wird hier nicht angezeigt. Auch und noch hier sieht man es nirgendwo. Das ist doch kacke. Okay. Na gut. So, erstmal hier genau das Ding wieder. Da hatte ich gesagt, das Ding, genau. So, hier oben brauchen wir auch wieder unsere Sirene. Macht doch Sinn, damit man es auch ein bisschen so von hinten erkennt, ne? Weil die erkennt man ja trotzdem fast nur von vorne, einfach aufgrund dieses schrägen Daches. Naja, was soll's. Achso, und ich muss natürlich auch noch die ganzen Räder wieder ändern. So, hier bräuchten wir denn das Ding. Hier bräuchten wir denn das Ding. Was haben wir für Reifen drauf? Wir haben Michelin X-Line Energy. Michelin X-Line Energy ist der gleiche. Für 4.900. Achso, ist ja hier preiswerter, weil wir hier den hier haben. Aber das sollte der gleiche sein, ne? BB? Nee, ist doch falsch. Wir hatten doch... Ach hier, genau, den hatten wir. Da gibt es ja mehrere Line Energy F. Da kann man sogar jetzt gucken, welchen wir haben. Wir haben den mit dem F, okay. Das wäre dann der. Und hier haben wir den D2. Der da. Okay. Lizenziertes Teil. Lol. So, müssen wir mal gucken hier bei den Raddingern da. Da hatte ich ja... Hier hatte ich dann die und die waren welche Farbe? Einfach weiß. Okay. Das sollten wir hinbekommen. Nein. Da... Ach, ist sogar schon weiß. Oh, lol. Ach, Mann. Da. Geil. So. Das Hinterteil passt jetzt natürlich von der Optik her nicht mehr. Das sieht jetzt hier total bescheuert aus. Da müsste man also sogar fast wieder das hier benutzen. Das sieht halt besser aus, einfach. Nutzen wir auch. Ganz ehrlich. Ja, doch. Ein bisschen Schutzgitter kann nicht schaden. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ist schon echt Sneaker-LKW. Kann man nicht anders sagen. Wie sieht es bei dem Interieur aus? Habe ich hier irgendwelche neuen Sachen? Ah ne, da.
Ja, bringt mir nichts. Ich habe hier bereits ein Navi. Das wäre bloß das. Das mag ich optisch gesehen nicht so sehr. Nö. Gut, okay. Motor upgraden tue ich noch nicht, weil 400 PS mehr. Ja, 400 würde sich lohnen, aber 40 PS mehr lohnt sich halt einfach noch nicht. Getriebe. Da haben wir jetzt endlich einen mit zwei. Hier mit zwei Klettergängen, ne? Sehr geil. Oh. Warum so teuer? Wir sind ja schon weit was ist denn so teuer? Was ist geschehen? Was ist passiert? Hä? Och, ist der dumm. Der verkauft diese Pulsare erst, damit er dann später für teureres Geld die wieder einkaufen kann. Ist der dumm? Das ist ja dämlich. Ah. Dass er die nicht direkt einfach drinnen behält, quasi. Das ist doch dumm. Ah, die Dinger hier sind normal, genau. Ja, die werden auch neu gekauft für 3.600 Euro. Obwohl wir gerade mal 500 zurückbekommen. Danke dafür. Gut, okay, ich meine, bei denen macht es sogar vielleicht Sinn, weil wir jetzt mehr brauchen. Aber dann könnte man die restlichen einfach dazu kaufen. Und müsste nicht alle neu kaufen. Also. Der hat zwar gerade mal noch 1.000 Euro übrig. Lalala. Das ist aber. Ah, gut, mal gucken. Beim Auflieger. Ja, nee, beim Auflieger haben wir schon geguckt, da können wir nichts machen. Genau, hier ist erst ab Level 17, 20, 24. Und hier ist auch erst ab Level 19. Also da brauchen wir noch viele Level, bevor wir hier was machen können. Level 23. Ah, genau, das ist der vierachsige Hänger. Den ihr schon auf meinen Fotos gesehen habt, letzte oder vorletzte Folge. Ja, nee, hier können wir auch noch nicht viel machen. So, wer nehmen. Was? Da. Hä? Ah. Okay. Okay. Hier können wir auch nichts machen. Hier gibt's was Neues. Okay, das würde zumindest optisch zu unserem LKW jetzt passen. Ist zwar so hässlich hellblau, aber es würde zumindest optisch schon mal passen. Das hier ist natürlich auch geil. Dann haben wir hier so eine Ausklappbühne. Ich glaube, ich würde fast sogar bei dem hier bleiben. Weil das passt natürlich auch designtechnisch geht perfekt zu unserem LKW. Muss ich aber erstmal hier verwerfen. So, damit ich wieder die Dinger hier habe. Wobei, da können wir auch mal gucken, ob es neue Sachen gibt. Wobei, nee, sieht nicht so aus. Da haben wir schon die Sachen, die am sinnvollsten sind. So kleine Werkzeugkasten mit ein bisschen Wasser. Und halt einen Ersatzreifen. Auch wenn der Ersatzreifen leider nicht passt. Nee, es wäre schön, wenn man jetzt hier auch noch den Reifen anpassen könnte. Damit der halt mit dem paar Dingern hier stimmig wäre. Gibt es leider nicht die Option. Finde ich sehr schade. Hier ist auch nur das mit dem Licht. Tja, ja. Aber zumindest das Ding hier für 900 Euro bestellen. Er passt jetzt stimmig zu unserem restlichen Design. Auch wenn natürlich das beim LKW wieder weiß ist und hier wieder rosa ist. Also. Ist alles nicht das Goldene vom Ei hier. Was halt cool wäre, ist, wenn man das Ding hier einfach farblich anpassen könnte. Ja? Genauso wie die Dinger. Ich meine, gut, die Dinger hier, die ist wahrscheinlich einfach, weil es zum Lack dazu gehört. Ja, okay. Aber das Ding hier könnte man noch farblich anpassen, oder? Oder ist das auch Teil vom Lack? Kann man relativ schnell probieren, ne? Muss
So, muss ich jetzt wieder runterfahren und dann. Ja, ja, Schnauze. Alter, wie der Hänger sich so schön aufschaukelt, ne? Ah, ich doch. Auflegerkonfigurator. Gehört das hier mit zum Lack? Da müsste da ja auch Logos drauf sein, ne? Ne, ist immer nur einfarbig, ne? Nö, das Kimmel ist damit drauf. Ist also einfach immer nur eine Farbgebung. Und die könnte man auch locker anpassen. Guck mal hier, selbst bei den Designs kann man die Farbe mal mit anpassen. Wenn ich jetzt hier sage, nee, bitte weiß, dann wird hier auch alles mit weiß. Okay. Gehört also irgendwo doch mit zum Lack, wo es hier mal mit gesteuert wird. Alles kacke. Ja, genau. Hier ist es auch fest. Hier gibt es sogar 4. Lol. Da gibt es hier vielleicht die Option? Ne, hier gibt es keine Farboption. Kann ich gar nichts einstellen. Das ist halt wirklich schade. Naja. Gut. Dann fahren wir mal zum Aufrüsten, Reparieren oder Lackieren. Haben wir doch schon gemacht, oder? Repariert ist er ja. Genau. So, dann fahren wir direkt mal jetzt hier pennen. Da wir keine Mission sind, direkt nochmal, weil ich habe keinen Bock, im Dunkeln zu fahren. Aber wir kommen wieder dahin, wenn es weitergeht. So, ist hier ein LKW? Nö. Let's go. So, dann schauen wir mal. Frachtmarkt, was wir jetzt zur Auswahl haben. 87.000 direkt. Ah, da hinten rum. Schön durch den Anus, okay. Dann würde ich fast das hier nehmen, ne? Ja, doch, dann würde ich fast das hier nehmen. Wo gehst du noch? Okay, du gehst noch da oben. Das wäre schön, damit wir hier in die Richtung mal kommen. Wäre also auch nicht so schlecht. Das geht nach. Nee, das will ich auf keinen Fall. Also am ehesten jetzt die beide hier, ne? Entweder gehen wir, also erkunden hier den Bereich. Wobei ich da nicht wirklich Bock drauf habe, weil er schickt uns dann wahrscheinlich früher oder später hier nach Königreich. Oder wir gehen halt hier unten rum, damit wir hier unten mal wieder ein bisschen erkunden können. Dann fahren wir auch die meiste Strecke wieder nach Deutschland zurück, also durch Deutschland wieder gleich. Biegen aber hier bei Kassel ab und fahren dann einmal woanders lang. Ja. Ich würde fast echt das hier nehmen. Das klingt tatsächlich am besten. Ja, Jodo. Zeit zu gehen. So. Wie grün das hier aber auch alles ist, Alter. Was ist das hier für ein Gebiet, ey? Alles so richtig saftig grün hier. Guckt euch die ganzen Sträucher und Bäume und die ganzen Wiesen an. Digga, bin ich hier im Naturschutzgebiet? Immer geradeaus und dann links abbiegen. Hä? Ah. Okay, die Beleuchtung gibt es ganz witzig. Sehr interessant. So. Biege nach links ab. Bin ich echt schon zu weit vor? Ne, guck mal, ich bin noch weit. Ich bin noch hinter der Linie. Trotzdem bleiben sie mal stehen. Also daran, dass ich zu weit gefahren bin, kann ich liegen. Die lassen mich also wirklich vor. Uah, ja. Siehst du, der lässt mich auch vor. Nach links ab.
Oh, da vorne müssen wir hin, okay. Immer geradeaus. Wow! Hä? Folge ist ja schon fast vorbei. Was ist hier passiert? Habe ich gerade so lange im Konfigurator rumgehangen? Eieiei. Demnächst rechts abbiegen. Na gut, dann wirst du jetzt wohl nicht mehr mit der Mission hier starten, sinnvollerweise. Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. Da sagst du. Wo muss ich überhaupt hin? Achso, ich bin schon. Ich hätte erstmal zum Empfang gemusst. So. Frachtmarkt. Und annehmen. So. Da müssen wir hin. Nee, ist leichter als das. Wir werden sowas von hart sterben. Kann ich hier rauffahren? Sehr geil. Ich sehe gerade nur nicht, wo ich genau lang fahre. Aber es sieht richtig aus. Und für die Leute, die sagen jetzt, das würde man im echten Zug definitiv nicht machen. Ihr seid doch nur neidisch. Aus euch spricht doch der pure Neid. So, an der Stelle mache ich jetzt erstmal Ladung und dann machen wir ein bisschen für die Folge Feierabend. Weil jetzt noch losfahren lohnt sich halt nicht in keinster Weise. Irgendwie eine Schlafstation in der Nähe ist auch keine. Na gut, okay, wir können hier ein paar Rast machen, aber das lohnt sich halt nicht. Nee, wir machen das Feierabend. Fahrt wurde aufgeladen, folgen Sie die Route zum Zielort. Jo, das machen wir in der nächsten Folge dann. So viele schöne Blinklichter hier überall. Holy moly. Ich habe doch gerade gespeichert, ne? Ich könnte mal wieder richtig speichern. Nein, wobei richtig speichern, während ich in einer Mission bin, will ich nicht. Das ist definitiv nicht mein Style. Das heißt, wir speichern einfach nur mal schnell speichern. Und dann beenden wir erfolgreich das Spiel. Guck mal hier, siehst du über hier dieses Bläuliche. Das, was jetzt hier so bläulich ist, das ist ja wirklich das, wo was, ne, das ist ja genau das, was beim Starten des Spiels immer so kunterbunt ist. Also irgendwas muss das sein, was dieses, also dieses Blaue, was hier sich reflektiert, muss irgendwie am Anfang fehlerhaft berechnet werden. Und deswegen ist an der Stelle dann immer dieses Pixel-Eskalation. Ja? Weil es auch sowieso so super unnatürlich aussieht, dieses extrem Blaue. Vor allem, dass es so extrem abgeschnitten ist. Das wirkt irgendwie nicht richtig. Sehr suspekt. Ja, ich bin schon wieder hier. Wie bin ich hier hingekommen? Gut schön. Ja, dann soll es das mit der Folge erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ja, mal gucken. Wird wahrscheinlich wieder mein Test sein. Bei meinem Test bin ich ja gerade ein bisschen beim Experimentieren nach einem neuen nach so Single Chunk Let's Play. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich da nicht das gute Gefühl bei. Deswegen wahrscheinlich, wenn wir mein Test weiterspielen, doch erstmal noch das Test Let's Play weitermachen. Auch wenn es mittlerweile für ein Test Let's Play schon ganz schön lang ist. Aber vielleicht mache ich auch mal gucken. Vielleicht will ich auch ein anderes Spiel mal. Ne, wir haben ja letztens auch dieses Indian Truck Simulator gespielt. Vielleicht gucke ich mal so nach Indie-Games, ne? So ein bisschen so
über den Tellerrand schauenderweise spielen. Ja. Das haben wir auf jeden Fall erstmal dazu. Dann sehen wir uns zum nächsten Let's Play wieder, was auch immer das sein wird. Und damit zur nächsten Folge und damit dann Ciao mit V.